Hallo ihr Lieben, guck mal, ist das nicht süß? Da ist natürlich eine Batterie drin oder zwei. Drei Batterien. Und das haben wir von Action mitgebracht. Und dann wird der Schnee, der Glitzerschnee hochgewirbelt. Ich glaube, das wird nicht mehr lange so sein, ne? Das Glitzerzeug wird doch jetzt verboten, ne? Aber das, da ist es drin jetzt. Und ich finde das so süß. Ja, ich mag das sehr gerne. Die gab es mit Schneemann und mit verschiedenen Weihnachtsmännern, aber das finde ich mit der Telefonzelle, ich finde das sehr süß. Es gab auch in Schwarz nicht Telefonzelle, einfach so Häuschen. Ja, das haben wir also 9,99 Euro, meine ich, hat es gekostet. Also ja, unter 10 Euro war es jedenfalls. Und ich finde es so süß, wirklich so süß. Ja, guck mal, Sammy. Also ich bin Renate, das ist unser Kater Sammy, eine unserer beiden Kater. Und der hilft uns natürlich gerne, ne, beim Filmen, Sammy. Ja, was hast du gefunden, Sammy? Wir haben also bei Action allerhand gekauft, zum Beispiel Perfections. Das sind Katzenleckerli. Schauen wir mal, ob Katze die überhaupt mag. Ich glaube, die hatten wir noch nie. Hm? Guck mal. Das ist jetzt mit Lachs. Salmon Flavor. Ja? Und? Willst du die jetzt essen? Ja, die kommen gut. Die gab es im Angebot, ne? Die waren, ja. Ich sage, egal, wir holen sowieso Katzenfutter. Ob im Angebot oder nicht, unsere Katzen brauchen ja immer was, ne? Mehr Katzenfutter. Was zwei Katzen alleine an Futter verbrauchen, ist unfassbar, ne? Katzenfutter, Katzenfutter. Da ist bestimmt noch mehr drin. Oh ja, da hinten. Okay. Also. Wir haben dann hier von den Perfections Anti-Hairball mit Truthahn, Turkey. Dann mit Chicken Flavor, mit Hühnchen, mit Taurin. Dann gab es Whiskas Temptations, das sind auch diese kleinen Knabberdinger, ich glaube mit Käse oder sowas. Nee, mit Lachs und Thunfisch. Meine Güte, was du alles kriegst und jetzt mag ich auch. Ne? Und Stängelchen, hier Sticks. Die hat es auch im Angebot. Und nochmal Temptations, Lachs und Thunfisch. Möchtest du nochmal die, die du gerade hattest, Sammy? Guck mal. Da. Schmeckt. Hast du Probleme? Gefangen. Am besten lege ich die Katzensachen mit unten rein. Ne? Mhm. Ich habe doch hier die Tasche. Ja. Die Action-Tasche. Vielleicht geht's weiter. Dann viele Sachen. Also, ich sehe dann stellvertretend für weitere davon. Hier Purina Gourmet. Das mögen sie auch sehr gerne. Also, das ist ja bei Katzen klar, normal. Heute, oh super, morgen, bah, kannst du selber essen. Deshalb muss man meistens eine Auswahl da haben. Dann hier Liquid Cat Snacks. Das lieben sie auch sehr. War aber nur eins von da. Schleckpaste ist das. Also da stehen unsere beiden total drauf. Von jeder Firma. Hier sind also noch kleine Bröckchen. Nimm die auch. Hier. Du kleiner Jäger. Hier. Du siehst die nicht, ne? Da. Da. Na, die kommt nicht. Der schläft. Der ist am Schlafen. Der hat eben gegessen. Ach, da ist noch mehr Katze. Da. Von Freya auch diese. Ich glaube, das ist die Eigenmarke, ne? Von Action wahrscheinlich. Weil die ganz viel verschiedenes Futter haben davon. Ja, das mögen sie auch. Aber der Sammy, einer von den beiden mag nur die Lidl-Stängelchen, ne? Snuggy. Snuggy, natürlich. Deswegen habe ich die jetzt mal mitgebracht. Vielleicht mag er die ja. Hast du schon wieder alle gegessen? Es hat aber genug, der hat gerade gegessen. Ja. Das hier ist ein Rauchmelder, das Installationsset. Nein, das ist die... Da steht Installationsset. Ja, das ist die Magnetplatte, genau, damit man nicht bohren muss. Das Installationsset steht da. Ja. Hier. Da. Das ist es. Ich habe dann gefragt, als wir im Auto waren, weil wir haben dieses hier, 10 Jahre... Das kostet
7 Euro. 7,99, ne? Ja, ich glaube 7,99. Davon 77, haben wir egal. Eins. Wir haben aber zwei mit ein Jahr Batterie. Die waren dann zusammen, glaube ich, 6 Euro sowas. Und dann habe ich gesagt, warum? Ja, weil das so teuer. Aber wir haben eigentlich überall Rauchmelder. Ich weiß nicht, warum man mehr Rauchmelder braucht denn jetzt. Weil ich schon einen austauschen musste, weil er kaputt gegangen war. Mhm. Und ich hatte nur noch einen auf Ersatz. Mhm. Und deswegen habe ich dann jetzt... So war das, jetzt wisst ihr. Und ich jetzt auch. Da. Rauchmelder. Rauchmelder sind echt wichtig. Es hat zwar bei uns noch nie einen Alarm gegeben, der sinnvoll gewesen wäre. Doch. Sinnvoll? Ja. Du meinst, wenn du zum x-ten Male den Airfryer anhast und der das ganze Haus zusammenschreit und du dann auf die Kücheninsel steigst? Doch. Das ist nicht sinnvoll. Sinnvoll meine ich, wenn es wirklich brennt oder raucht. Aber ist egal, lieber der 100-mal ein Falschalarm als ein. Bei uns raucht es nur, wenn dein Kopf raucht. Meiner, da raucht nicht viel. Und wir haben schöne Weihnachtsservietten gehabt. Ja, echt niedlich. Ja, muss man nicht haben, aber es ist schön. So, die restlichen packe ich jetzt aber auch in die Tüte. Ne? Das heißt, vielleicht kommt Snagi ja doch. Ich lasse mal hier. Ja. Dann ja hier, da haben wir, sprachen wir eben, wir haben eben die Degusta-Box, die neue ausgepackt und da war sowas Ähnliches drin von Maggi mit Sweet Chili und dann habe ich noch gesagt, Sweet Chili werde ich mal probieren, aber das ist hier für meinen weltbesten Ehemann, der mit tollen Rauchmeldern, das holt er sich dann schon mal und isst das so als Abendmahlzeit oder so, ne? Ja. Ich möchte das nicht. So, weiter geht's. Dann haben wir einmal, ach ja, ungesalzene Cashewnüsse. Ungesalzen ist es. Moment, hier kommen die müssen immer einmal mit. Das ist Honig und Salz Cashewmix. Dann steht noch Salted drauf, gesalzen. Also jeder, der dann mal hier war, wenn ich die zum Knabbern aufgestellt hatte, fährt nachher zum Action und holt die auch, weil die echt toll sind. So süß und salzig zusammen. Die sind aber viel teurer geworden seit, wir wissen alle seit wann. Ne? Dann haben wir hier nochmal Datteln. Die sind auch echt gut bei denen. Und Datteln macht man nicht verkehrt. Getrocknete Datteln natürlich. Ne? So, du konntest wieder nicht widerstehen und hast hier von Big Jeff Steakhouse Rub. Wir haben niemals Steaks, aber du rubst das irgendwo anders drauf. Ist genau. Ja, ist gut. Da. Es geht weiter. Ach ja, wir hatten im Paket schon, in Degusta oder Brandnuss, schon zweimal gehabt, Mr. Brownie Brownies. Die sind einzeln verpackt gewesen, so kleine Brownies. Nun ist es so, ich mag keinen Schokokuchen. Und du hast, glaube ich, eins probiert, warst auch nicht hin und weg. Nee. Und dann sehe ich da haben die wahrhaftig Mr. Brownie White Chocolate Brownies. Ja, die muss man jetzt mal probieren. Da scheint weiße Schokolade drin zu sein. Das muss man mal probieren. Sollten wir das nicht mögen, wer wird das probieren? Wer von uns wird das probieren? Von uns beiden? Hm. Du. Hm. Also, sollte ich es nicht mögen, dann geht's weiter in der Familie. Wie gesagt, die sind einzeln eingepackt, das ist sehr schön. Ach ja, und dann für die Vögelchen, die wilden Vögelchen draußen, ungesalzene Erdnüsse. Das ist stellvertretend für weitere Packungen. Haben wir ein ganzes Teil wieder geholt. Nee, wir haben nur eine geholt. Ach, da war ja nur die eine. War nur noch eine da. Ja, stimmt. Aber wir haben dafür, noch welche da. Ja, und ich habe ja beim Aldi Vogelfutter mitgebracht. Die hatten Vogelfutter. Ja. Ja, zwei große Dinge. Denn die Vögel, ja, wir füttern ja ganzjährig und die Vögel freuen sich. Wir machen die aber in dem... Genau. Wir zerkleinern. Food Processor. In dem Zerkleinerer machen wir die was kleiner und dann...
freuen die sich. Dann können auch die kleinen Vögelchen brauchen nicht die großen Nüsse nehmen. Aber die mögen das wirklich sehr gerne. Das ist immer als erstes weg. Ne? Und dann ist noch was knapp dabei. Ja, das hat man auch noch nie. Kyoto-Style-Mix. Mild. Über Mild können wir reden. Ja, das ist alles so Reiskräcker. Verschiedenste. Ja. Bin mal gespannt. Ich habe die früher wirklich direkt aus Japan gehabt und da mochte ich die ganz gerne. Aber das ist lange her. In einem früheren Leben sozusagen. Ach ja, und dann haben wir noch mal hier Wilhelmina mitgenommen. Die haben wir immer im Auto. Und beim Spazieren gehen. Da packe ich mir, wir beide packen vorher einen davon in den Mund. Normalerweise kriege ich immer einen trockenen Mund und trockenen Hals beim Spazieren gehen. Aber die habe ich dann die ganze Zeit im Mund und alles ist gut. Die sind nämlich groß, das sind so große Dinger. Und ja, das ist. Die habe ich beim Langsamreden. Wenn ich nach Hause komme, habe ich da immer noch von. Ne? Du nicht, ne? Nein. Dann hast du auch so. Oh, ich aber. Egal. Ach, da haben wir noch mehr Vögelchen. Red Peanuts. Also die haben ja die Schale nur drum. Ich persönlich denke ja, die anderen sind besser, aber ich glaube, die Vögelchen, die mögen das so und so. Ne? Das ist nun auch für Vögel gedacht. Die anderen sind ja eigentlich für Menschen gedacht, aber das ist egal. Die Vögelchen sollen auch nicht leben wie ein Vogel. Ja, und das war so ein Sonderposten von Chupa Chups. Da gibt es doch diese Lollis. So runde Lollis. Und das ist jetzt hier Lolly Drops, Strawberry, Erdbeergeschmack. Daraus kann man 5 Liter Wasser machen. Also einfach einmal machen ins Wasser und das schmeckt dann nach Erdbeer. Und da habe ich gesagt, das müssen wir mal. Es ist kein Zucker drin. Ich weiß nicht mehr, was für ein. Das ist sehr klein geschrieben. Oh je. Also mit Süßungsmittel. Das habe ich jetzt schon mal gesehen. Wo ist Sweeteners? Aber was, das kann ich nicht lesen. Ist auch egal. Das hat, es war auf jeden Fall unter 1 Euro. Ja. Ich meine 49 Cent. Nee, ich meine 69 Cent. Auf jeden Fall war es sehr günstig. Und ja, werden wir probieren. Ich finde die Idee eigentlich klasse, ne? Einfach so Spritzer davon ins Wasser zu tun. Und bin sehr gespannt drauf. Wir hatten 2 geholt, 1 kriegt unser Junior. Der soll auch probieren. Geht auf die Reise nach Wien mit anderen Sachen. Ja, Chupa Chups. Ich denke, das schmeckt wie die Lollis. Nicht, als würde ich Lollis mögen. Und jetzt, ach ja, das hier haben wir mitgebracht, gar nicht für uns, sondern für eine Freundin, für ihre 2 Enkelkinder. Die hatte gesagt, wenn die so Weihnachtsteller bekommen, dann sollen wir 2 mitbringen. Und haben wir gemacht. Die sind aus Melamin heißt das. Ja, so ein Kunststoff, unzerbrechlich. Das ist für kleine Kinder natürlich ideal. Also wenn er runterfliegt, kann nichts passieren. Und ich finde die echt süß. Die haben 1,62, glaube ich, waren also echt preiswert. Ja, finde ich klasse. Ich nehme an, die kann man nicht in die Spülmaschine. Nee, soll man nicht in die Spülmaschine. Nee, kann ich verstehen. Wegen der Farbe. Und auch nicht drauf rumkratzen, ja. Ne, logischerweise. Aber muss ja nicht sein. Aber für die Weihnachtszeit ist doch echt süß. Also wir brauchen die nicht, weil wir nicht mit Tellern rumschmeißen. Wir sind aus dem Alter raus, aber die werden sich bestimmt freuen, die gehen. Und jetzt, also wer sich, nee, da ist ja noch was. Aber gleich kommt Sachen, die sind nur zum Basteln. Da dürfen sich gerne alle verabschieden, die nichts damit am Hut haben. Aber wir haben für diesen Tisch hier, wo wir immer dran filmen, ich kann da sowieso nicht widerstehen, aber ich wollte nur eine. Und du hast gesagt, ach, lass uns doch 2 nehmen. Zum Wechseln. Das ist so ein ganz weicher Samt hier. Kein hochfloriger, aber ein ganz weicher Samt hier als Tischdecke. 45 x 1,50. Für den schmalen Tisch müsste das sehr gut passen. Einmal mit grünen, also grün mit Silber und Tannen. Und einmal die Sternchen auf Rot. So schön und so weich. Ich mag hier so weiche, puschelige Sachen. Also demnächst, Sammy, was machst du? Und Funk. So, jetzt kommen wir also zu den Bastelsachen. Während hier immer noch die kleine Telefonzelle. Ach, so hübsch.
Ja, ich habe mir, also da ist noch ein bisschen von dem Katzenzeug auf Seite, diesen großen Block, das haben die immer da. Wisst ihr, was ich damit mache? Also ich kann nicht zeichnen, echt nicht. Das habe ich auf meinem Basteltisch, ich habe diese Schneideunterlage, diese selbstheilende, und da drauf lege ich das. So. Und dann kann ich nämlich während des Bastelns, ich kann an der Ecke, nee, ich habe das aber andersrum liegen, so. Dann kann ich nämlich hier immer so ausprobieren, wie ist denn die Farbe, welche Mischung habe ich hier an Farbe, kann Stempel ausprobieren und so. Und das wandert so im Laufe der Zeit über das ganze Papier. Und schließlich kann ich es dann auch noch von der anderen Seite machen. Das ist großartig für mich. Also braucht man keine Schmierblätter, man kann, hat man direkt vor sich. Ich mag das. Jetzt weiß ich nicht mehr, der kostet keine 2 Euro, wenn ich mich nicht irre. Der ist echt klasse, Sketchbook. Ich habe einen nämlich da liegen, aber ich habe die, den habe ich schon ewig. Aber der geht zur Neige und da habe ich gedacht, jetzt holst du dir mal einen neuen. So. Und dann haben wir schöne Sachen. Hier, da konnte ich nicht widerstehen. Das ist praktisch ein Blatt, eine Karte. Oder eben, ne, wenn man das so faltet, ist es eine quadratische Karte. Oder eben Teile davon. Und da sind so hübsche Muster, finde ich. Ist auch eine gute Grammatur. Wie viel ist es denn? Es sind 4x8 Inches, also 30 cm mal 15 cm. 32 Blätter. Und wie viel hat das? Na? Wie viel Gramm? Da steht es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ist eine ganz relativ feste Sache. So, wir haben also hier diese Rehe. Dann hübsche Karos. Von jedem 4 Blätter. Dann hier Mützchen, Stiefelchen. Punkte, ich liebe Punkte. Punkte immer. Punkte gehen immer. Hier so Zweige. Andere Zweige und Blätter. Streifen, die sind auch total süß, finde ich. Und nochmal Rehe. Andere Rehe. So, das. Dann habe ich mir das hier nochmal geholt. Aquarellpapier. Das finde ich auch klasse. Es ist wunderbar zum Aquarellieren, aber auch von der Rückseite finde ich so toll zum Stempeln, weil die nicht so rau ist. Hier die Seite ist natürlich sehr geprägt zum Aquarellieren, wunderbar, weil es sich so schön verläuft. Auch hier kann man natürlich stempeln, aber es wird nicht so glatt, wie man das vielleicht gern hätte. Aber die Rückseite perfekt, ja. Habe ich auch schon einmal gehabt und ich finde das großartig. Es ist kräftiges Papier. Wie viel hat das denn? 300 Gramm. Also wirklich 300 GSM. Perfekt. Dann habe ich nochmal hier doppelseitiges Klebeband 1 mitgebracht und diese Klebeabroller. Ich bin jetzt beim dritten von denen, die wir jemals da geholt haben. Da ist echt viel drauf und das klebt super. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe sonst mit allen Kleberollen von sämtlichen Firmen immer Pech, dass die irgendwann einfach nicht mehr rollen oder na, das ist. Aber die haben mich noch nicht enttäuscht. Da ist noch einer von. So. Und dann nicht so viele, ich glaube 2 haben wir nur, genau. Diese beiden, das sind ja Sticker, nur abziehen, aufkleben. Aber wenn ich es auf Karten mache, mache ich immer noch Flüssigkleber hinten drauf, weil ich immer Angst habe, es könnte nicht festkleben. Nicht für alle Zeiten festkleben. Einmal den, das sind 2 Stück jeweils drin und die kosten unter 1 Euro. Weiß jetzt nicht. Und der hier ist so ganz romantisch. Flowers are the music of the earth. Blumen sind die Musik der Erde. Das ist doch schön. Ja, so ganz romantisch. Und jetzt habe ich noch 3 Blöcke. Die hatten sie neu. Ach, ich kann die Kiste runter tun. Wie schön. Schieb mir das beiseite. So. Also, es gibt, ich glaube, 6. Ja, es gab 6 neue Blöcke. Aber diese 3 habe ich mir ausgesucht. Das ist einmal Chill and Relax, heißt der. Ja, und man kann hier im Prinzip ja sehen, was alles drin ist. Ne? Ich mache mal so. Das ist doppelseitig. Was eigentlich immer schade ist, man muss sich dann entscheiden. Nämlich die Seite oder die Seite. Andererseits sind von jedem 2 drin. Einmal von vorne, einmal von hinten. Sodass man dann doch
mal das nehmen kann. So, fand ich sehr hübsch, finde ich immer noch sehr hübsch. Der zweite ist der, der heißt Homemade Lemonade, wie der Name schon sagt, es geht also um Zitronen, Limonen, sowas alles. Und ja, nur mal so ein klein bisschen zeigen. Auf der Homepage von Action sind die auch alle abgebildet unter den Neuheiten. Alle sechs. Und den hier, den finde ich wegen der Pastelltöne so schön. Eat some cake and enjoy the day. Ess ein bisschen Kuchen und erfreu dich am Tag. Das ist schön. Ja. Dann nicht durch die kleinen Smiley-Gesichter. Also finde ich ausgesprochen schön. Mag das. Alle drei Blöcke finde ich toll. Die anderen drei habe ich mir geschenkt. Ja, die waren, glaube ich, 1,69. Die waren echt preiswert. Ja, das war's. Das war's. Wir sind durch. Und Snuggy ist nicht gekommen. Und Sammy hat auch nicht mehr. Ach, der sitzt da unten vor dir. Mhm. Ach, Katze. Sammy. Dann lass ihn doch. Du putzt dich da unten. Ja, warum nicht? Ne? Ja, ihr Lieben, das war ein langes Video. Ne? Tut mir leid. Ich wollte es euch zeigen. Nächste Woche kommt meine Freundin Annette und wir werden zusammen basteln und filmen. Also wir werden bestimmt nicht die ganze Zeit filmen. Wir basteln bestimmt 4 Stunden. Aber wir werden filmen, also basteln und filmen, filmen und basteln. Und ja, ich hoffe, ihr seid schon gespannt und freut euch darauf. Meine Freundin Annette ist nämlich die Erste, die bereit ist, mit vor die Kamera zu kommen. Ich freue mich so. Das ist eine ganz Liebe. Wir kennen uns jetzt seit 2005 und haben schon oft zusammen gebastelt. So, jetzt mache ich aber Schluss. Alles Liebe für euch. Bleibt bitte gesund und passt auf euch auf. Bis demnächst. Tschüss.